Hi Fagomir, Glückwunsch zu deinen über 500 Abonnenten. Echt ein spitzen Kanal und sehr interessante Videos, die du uns da zeigst. Starke Themen wie der Garten oder so. Feine Sache. Ja, ich würde sagen, bleib sauber, mach weiter so. Und ich habe mir überlegt, was zu schnitzen, was jetzt mit der Jahreszeit wieder zu tun hat. Ich werde aus den Hölzern einfach mal eine Grillzange schnitzen. Du bist ja kein Fleischesser, man kann ja vieles anderes grillen, Gemüse etc. oder die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Also bis gleich. Hier mal die drei Teile für die Grillzange. Der Keil und dann eben halt hier die zwei Greifarme. Das ist noch ein bisschen sehr stark zu bedienen, also sehr schwer zu bedienen. Das ist ziemlich starkes Holz noch. Da bedienen wir uns einfach der Sache, dass wir hier eine kleine Rundung reinmachen, dass wir dort hier eine dünnere Stelle haben, um es leichter zusammenzudrücken. Es geht schon eigentlich, aber ja, schauen wir mal. Hier die kleine Nase, damit sie es dann auch leichter zusammendrücken lässt, die Zange.
dann noch die Zähne dran, damit das Grill gut besser hält. Und dann bauen wir es bloß noch zusammen. So, das ist das Endprodukt. Okay, vom letzten Jahr im Sommerurlaub, die Zange war ein bisschen schicker. Aber ist sehr nützlich, lässt sich gut bedienen. So sieht es dann aus. 15 Minuten, 20 Minuten braucht man ungefähr, je nach Übung. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Und ja, das war's von mir. Meine Videoantwort für deine Challenge. Und ich wünsche dir weiter gutes Gelingen mit deinem Kanal, Fagomir, und halt die Ohren steif. Mach weiter so und auf die nächsten 500 Abonnenten. Wir sehen uns. Ciao.